Mein Name ist Ehad Weiß, ich bin Geschäftsführer der BGW in Karlsruhe. Die Partnerschaften, die Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, insbesondere hier in Baden-Württemberg, aber auch in Rheinland-Pfalz und in Saarland, ist für die BGW eine sehr wichtige Kooperation. Zumal die Verbände und insbesondere der Paritätische Wohlfahrtsverband, der einen exzellenten Zugang zu den Unternehmen hat und gemeinsam wie die BGW auch an den Mitarbeitern, an dem Personal sehr interessiert ist und dabei auch schauen möchte, dass die Mitarbeitergesundheit und ein gesundes Berufsleben im Vordergrund ist. Erst recht vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, speziell in der Pflege, was auch in Zukunft ein riesiges Problem darstellt, gilt es, solche Kooperationen, wie eben besprochen, nochmal auszufüllen. Daneben gilt es, die Arbeitsbedingungen in den Unternehmen der Paritätischen Wohlfahrtsverbände auch miteinander zu optimieren. Und wie kann man das besser, wie mit einer Organisation wie der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, deren gesetzlicher Auftrag es ist, für ein gesundes Berufsleben zu sorgen. Und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der die Interessen der Unternehmen und der Beschäftigten und der Mitarbeiter auch vertritt. In dieser Kooperation geht es uns darum, die Mitarbeiter angemessen mitzunehmen, die Basics des Arbeitsschutzes sicherzustellen, gemeinsam mit den Unternehmen, mit den Verantwortlichen dort und darüber auch dann sicherzustellen, dass jeder oder dass viele davon bei guter Gesundheit ihr 67. Lebensjahr dann auch vollbringen können. Das sind unsere gemeinsamen Interessen. Mit den Möglichkeiten eines Verbandes, mit den Möglichkeiten einer Organisation wie der BGW und auch geschickt zu kooperieren, im guten Miteinander, dass jeder empathisch auch auf den anderen reagiert, was ist machbar, was ist leistbar, wo sind auch die Grenzen, aber auch dabei die Grenzen auszuloten und das Beste für die Betriebe und für die Unternehmen herauszuholen.